Willkommen zur Vorbesprechung zum Praktikum Physikalische Chemie für Bioingenieure im Sommersemester 2014. Mein Name ist Dr. Lau, zusammen mit Diplom-Ingenieurin Scholl und Herrn Dr. Brielmeier werde ich dieses Praktikum betreuen. Sie werden in diesem Praktikum 7 Experimente durchführen. Vor der Durchführung werden Sie 7 Online-Tests absolvieren und nach der Durchführung werden Sie 7 Protokolle zu den Versuchen abgeben. Die praktische Arbeit geschieht in Zweiergruppen. Wenn Sie alle Protokolle erfolgreich testiert haben, ist das Praktikum für Sie abgeschlossen. Das Praktikum findet im Labor 0E64 statt. Der genaue Terminplan ist im Schaukasten von dem Labor ausgehängt und Sie finden ihn auch im Internet. Die genauen Zeiten entnehmen Sie bitte diesem Terminplan. Die ungefähren Zeiten sind hier angezeigt. Bitte beachten Sie, dass dieser Terminplan absolut verbindlich ist. Nur in Ausnahmefällen können wir davon abweichen. Bitte sprechen Sie, wenn Sie eine Abweichung vom Terminplan beabsichtigen, vorher mit der Laboringenieurin. Auch wenn Sie verhindert sind, an einem Termin teilzunehmen, bitte informieren Sie rechtzeitig die Laboringenieurin, damit wir entsprechend planen können. Beachten Sie auch, dass der Praktikumsbeginn an einem denselben Tag nicht für alle Gruppen gleichartig ist. Vor Beginn des Praktikums machen Sie sich bitte mit der Theorie des Versuches vertraut, arbeiten Sie das Versuchsskript durch und als Zeichen dafür, dass Sie alles beherrschen, absolvieren Sie den Online-Test, den Sie auf dem ELIAS-Server finden. Sie haben 3 Versuche, den Online-Test zu absolvieren. Der Online-Test ist zeitlich nicht limitiert, aber Sie müssen 100% der erreichbaren Punkte auch erreichen. Falls Sie den Online-Test wieder erwarten, noch beim dritten Mal nicht bestehen, so können Sie alternativ eine schriftliche Ausarbeitung aller Fragen im Versuchsskript durchführen und zu Beginn des Versuches vorlegen. Es ist auch sinnvoll, vor Beginn des Versuches ein Messprotokoll zu entwerfen. Dies sieht für den Versuch V1, Leitfähigkeit von Kochsalzlösung, etwa so aus. Name und Versuchsbezeichnung sind markiert, eine Tabelle wird skizziert, in die die Messwerte später schnell eingetragen werden können. Der Praktikumsplan im Internet zeigt Ihnen auch an, wie weit Sie im Praktikum schon fortgeschritten sind. Wenn der entsprechende Versuch für Sie gelb markiert ist, bedeutet das, Sie haben den Online-Test erfolgreich bestanden und Sie können mit der Laborarbeit beginnen. Wenn der Versuch rot markiert ist, bedeutet das, Sie haben das Protokoll abgegeben, aber es sind noch einige Verbesserungen durchzuführen. Bitte holen Sie das Protokoll beim Laboringenieur ab. Und wenn der Versuch grün markiert ist, bedeutet das, der Versuch ist für Sie positiv testiert worden und abgeschlossen. Bitte beachten Sie, dass beide Studierende eines Teams für den Versuch verantwortlich sind. In diesem Beispiel kann der Versuch V1 am 21.04. von dem Team C und A nicht durchgeführt werden, weil der Studierende A den Online-Test nicht erfolgreich absolviert hat. Das Team H und M hat den Versuch V1 zwar absolviert, aber das Protokoll ist noch verbesserungsbedürftig. Für die Verbesserung sind beide Studierenden verantwortlich. Sie können den Versuch nur dann durchführen, wenn Sie nicht nur den Online-Test erfolgreich abgeschlossen haben, sondern auch alle Protokolle, insbesondere das letzte, abgegeben haben. Legen Sie das Messprotokoll vor und dass Sie die Praktikumsordnung einhalten, ist selbstverständlich. In diesem Semester wurden Sie schon sicherheitsbelehrt, daher hier nur eine kurze Wiederholung und Zusammenfassung. Sie arbeiten bitte sorgfältig beim Umgang mit Chemikalien, insbesondere mit konzentrierten Säuren und Laugen. Wir gehen davon aus, dass Sie mit dem Umgang von Pipetten vertraut sind und auch einen Messzylinder nach allen Regeln der Kunst füllen können.
Bitte seien Sie auch sorgfältig im Umgang mit den elektronischen Messgeräten. Wenn es da Probleme gibt, im Zweifel fragen Sie immer den Laboringenieur oder einen Betreuer. Bei einigen Versuchen arbeiten Sie auch mit Unterdruck oder Vakuum. Zum Beispiel ist dieses Dürrgefäß aus Glas evakuiert. Entsprechend sorgfältig ist es zu behandeln. Bei starker mechanischer Belastung kann es durchaus implodieren. Ein derartiger Unfall hat sich leider bei uns im Labor schon ereignet. Zum Glück hatten alle Beteiligten Schutzbrille und Schutzkittel an. Wir gehen davon aus, dass Sie erfahren sind im Umgang mit Titrationen, Säure-Base-Titrationen, dass Sie die Bürette sinnvoll ablesen können und dass Sie auch einen Äquivalenzpunkt eindeutig bestimmen können. Sie werden ausschließlich mit Phenolphthalein als Indikator arbeiten. Im Sauren ist Phenolphthalein farblos. Das hier ist der Umschlagpunkt in Richtung Pinkfarben. Wenn Sie diese Färbung haben, haben Sie eindeutig übertitriert. Zurück zum Praktikum. Am Praktikumstermin führen Sie den Versuch durch, aber erst nach Einweisung durch das Laborpersonal. Sie füllen das Messprotokoll bitte von Hand aus und am Ende des Versuches lassen Sie sich auf das Messprotokoll ein Testat geben vom Laboringenieur. Dieses Testat ist dann der Beweis dafür, dass Sie den Versuch selbsttätig durchgeführt haben und dass Sie den Arbeitsplatz im ordnungsgemäßen Zustand hinterlassen haben. Beispielsweise könnte das Versuchsprotokoll beim Versuch V1 wie folgt aussehen. Das Messprotokoll, welches Sie mitgebracht haben, füllen Sie mit per Hand aus. Die Konzentrationen, die Leitfähigkeiten, die Temperaturen, eventuell irgendwelche Anmerkungen, die anders verliefen als im Skript beschrieben. Am Ende des Tages erhalten Sie dann eine Unterschrift vom Laboringenieur und können dann das Labor verlassen. Nach dem Praktikum werten Sie die Messergebnisse aus und tragen alles in ein Protokoll zusammen. Dieses Protokoll enthält alle geforderten Tabellen und alle geforderten Grafiken. Die Anforderungen sind auf dem ELIAS-Server zusammengetragen. Auch Musterprotokolle können Sie dort finden. Wichtig ist, dass Sie zu jeder Messgröße, insbesondere zum Endergebnis, auch eine Messunsicherheit mit angeben. Hier haben wir ein Musterprotokoll, wie es auf dem ELIAS-Server zu jedem Protokoll bereit liegt. Die Tabellen und die Abbildungen müssen Sie entsprechend ausführen. Eine Tabelle sieht zum Beispiel so aus, dass Sie eine Überschrift haben mit einer klaren Kennzeichnung, dass Sie klar darlegen, wie Sie die Messwerte, hier gelb markiert, umformen und selbstverständlich gehört zu jedem Zahlenwert auch eine Einheit. Abbildungen sehen so aus, dass Sie eine Unterschrift haben, in dem für jeden Experten klar ersichtlich ist, was gegen was aufgetragen ist. Dann beschriften Sie die Achsen sinnvoll, inklusive Einheit, tragen Ihre Messwerte ein und sehr häufig wird auch eine Trendlinie verlangt. Trendlinie heißt eine lineare Regression. Diese lineare Regression können Sie mit den Tabellenkalkulationsprogrammen leicht durchführen. Wichtig ist aber, dass Sie nicht nur die Steigung und den Achsenabschnitt ermitteln, sondern auch die entsprechenden Messunsicherheiten, die entsprechenden Standardabweichungen. Das liefert Ihnen zum Beispiel die RGP-Funktion von Excel, die so aussieht, Sie haben links oben die Steigung der Trendlinie, rechts oben den Achsenabschnitt. Sie sehen, dass diese Werte mit der Angabe in der vorhergehenden Abbildung übereinstimmen. Als Zusatzinformation haben Sie aber hier noch die Standardabweichung der Steigung und die Standardabweichung des Achsenabschnittes. Sie sehen zum Beispiel, dass der Achsenabschnitt eine Standardabweichung hat von ca. 1%, sehr verständlich, haben dann alle Größen, die man aus dem Achsenabschnitt errechnet, auch eine Standardabweichung von dieser Größenordnung. Beim Versuch V1 ist der Achsenabschnitt dieser Auftragung gleich der Grenzleitfähigkeit.
Die Grenzleitfähigkeit von Kochsalzlösung beträgt 125 plus minus 2 Siemens Quadratzentimeter pro Mol. Bitte denken Sie daran, dass Sie das Protokoll zumindest in einer Rohfassung spätestens zum nächsten Praktikumstermin vorlegen müssen. Ansonsten ist ein weiterer Versuch ausgeschlossen. Die Versuche im Praktikum sind unterschiedlich aufwendig. Einige Versuche benötigen ca. 3 Stunden an reiner Arbeitszeit. Andere Versuche sind in kürzerer Zeit zu absolvieren, sodass Sie schon beginnen können, während des Praktikums auszuwerten. Für die Auswertung steht Ihnen der Raum E01 zur Verfügung. Hier finden Sie einige Rechner und einen Drucker. Diese können Sie sehr gerne verwenden. Bevor Sie das Praktikum beginnen, müssen Sie noch unterschreiben, dass Sie diese Einführung und die Sicherheitsunterweisung gehört und verstanden haben und dass Sie die Laborrichtlinien einhalten werden. Ich wünsche Ihnen auch im Namen des ganzen Teams viel Erfolg im Praktikum.